Hexe, Hexe. Keine Hexe. Nur Creeper en masse. Ich hab keine Pfeile dabei. Oh, war das knapp. So, haben wir noch was hier? Natürlich haben wir noch was. So, hallo. Hallo. Ich wollte mich mal vorstellen, ich bin der Kleine. So. Oh, noch ein Creeper, komm her. So. Und da haben wir auch noch ein bisschen was. Ups. Jetzt kann ich endlich in Ruhe bauen. Hier würde ich sagen, lasse ich dann gar nicht weiterlaufen so wirklich, sondern hier mache ich dann... Hier mache ich dann... Den rein. Ich mache halt wirklich, ich würde es normalerweise nicht so extrem machen mit den Zäunen, allerdings möchte ich abgesichert sein, dass wir auch wirklich kein Creeper hier reinrennen dann. Hier würde ich es eher dann so machen, dass ich hier noch was zuwachsen lasse und dann mache ich nämlich hier, Moment. Blup. Blup. Ziehe ich mir hier so eine Schneise rein. Damit es auch wirklich zweimal, damit es auch wirklich zwei Felder hoch ist, damit man sich denkt, okay, da ist ein neues Plateau. Ich muss mal schauen, wie ich das mache mit dem. Wie ich das hier mache. Ich könnte hier eventuell ja das so lassen. Dann ziehe ich bis hierher die Schneise. So, dann kommt das alles weg hier. Da, 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 da. La, 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 la. So. Achso, Quatsch. Ja, du bleibst natürlich. So. Ich könnte natürlich auch, Moment, was anderes machen. Ja, da habe ich noch. Und zwar lasse ich dann hier eine Dreiertreppe erst hier hochgehen lassen und dann hier hochgehen lassen. Muss auch mal schauen, wie wir das machen. Ich probiere das jetzt erstmal komplett aus. Und zwar mache ich dann jetzt hier das orangene Tulpenfeld hin. Muss das mal schauen. Also das hier wird voraussichtlich Weg. Genau wie das. Sorry, jetzt mal hier. Okay, das wird Weg. Das könnte ich sogar vielleicht lassen. Weg. Und auch das wäre dann Weg. Ich weiß nicht, ob das vielleicht zu breit ist, der Weg.
weiß nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich probiere es einfach mal aus. So. Okay. Dann wäre... Oh, ich meinst, ich würde es doch komplett voll machen wollen. So, dann wäre hier hinten... Hier würde ich keine Tür mehr machen, hier mache ich irgendwas anderes hin. Dann wäre hier hinten das Tulpenfeld. Und hier hinten könnte ich rote Tulpen hinpacken. Es wären dann zwar mehr, aber wirklich stört mich nicht wirklich. Und da fehlt einer, oder? Da ist noch einer, siehst du? Rote Tulpen. So, kommst dann hier raus. Moment. Kommst dann hier raus. Hast da ein Tulpenfeld, hast da ein Tulpenfeld. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern. Aber wir so langsam kriegen wir halbwegs Struktur rein. Das, was wir hier fabrizieren. Hier würde ich zum Beispiel eher Busch hin machen. Okay. Die Pfade mache ich aus... Was mache ich denn die Pfade? Ich glaube, die Pfade mache ich aus... Stein. So, machen wir uns mal 18 davon. Ich würde sagen, wir machen sogar alles zu Stein. Machen wir es nur mit den Treppen. So, schauen wir das aus, wenn ich hier noch das rausnehme. Vielleicht sogar besser kommt. Flup. Mit ganz kurz Auge jucken. Sieht auch nicht schlecht aus. Okay. Dann geht das hier so hoch. Und hier hätte ich das jetzt so gemacht. So. Mehr. Das ist ja wirklich so wie so ein botanischer Garten oder so aussieht. Könnte ich sogar das eventuell wegmachen hier. Und da Erde reinzimmern. Dann könnte man hier eventuell sogar noch was dran packen. Dann müsste ich aber diese Mauer hier... noch ein hochziehen. So, Temtem. Temtem. So. Wunderschön, dann haben wir hier dann unser nächstes Plateau. Und hier ist ein wenig... Hier würde ich doch den hier machen. Moment, müssen wir gucken, wie das aussieht. Nicht einen breiteren Abstieg machen. Ja, so muss ich aussehen, wie das mit den Steinen aussieht, wenn ich um die Ecke gehe, weil das ist ja hier ein bisschen dünner dann natürlich. Also um die Ecke sieht nicht schlecht aus, jetzt muss ich mir noch ein bisschen Gebüsch holen hier.
So, dann nehme ich das alles mit und dann schauen wir mal hier. Moment. Bam, bam, bam. Dann kann ich hier auch noch Gebüsch machen. Das falsche Gebüsch, ne? Aber sah nicht schlecht aus. Okay, dann können wir das ja lassen. Und hier ist dann der Weg halt hier hoch. Der dann hier auch weitergeht gleich. Und sich dann hier mit der Biegung mitbiegt. Also dann, Moment. Das geht dann so hier. Und das geht auch weg. Und das geht auch weg. Oh! Tut doch weh. So. Und dann tue ich ganz kurz, dann nehmen wir mal ganz kurz unsere Füße in die Hand und bewegen uns schwingend zum Bettchen. Niam, 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 Bettchen. Wolle habe ich auch nicht dabei, gell? Nee, ich habe gedacht, ich habe vielleicht die Wolle dabei, kann ich gleich einen Villager befriedigen, aber befriedigen klingt auch ziemlich falsch, einfach nur. Einfach nur falsch. Es klingt falsch. Was mache ich nur? Ich mache alles falsch. So. Ich weiß nicht, wo er ist, aber ich sehe ihn nicht. Dann fliegt das natürlich auch hier alles weg. Und das da fliegt weg. Und Moment. Das da fliegt weg. Und das da fliegt auch alles weg. Dann kann ich auch mal ein bisschen gleich Stein mitnehmen hier. Dann habe ich das für später. Ich brauche ein bisschen Stein und da ich eine Bihu-Hake habe, geht das ganz einfach. So. Und hochbauen. Bon, 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 bon. 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 Bon, bon. Ganz einfach und simpel. So, dann hauen wir da drüben mal unnützes Zeug rein. Und holen uns noch ein bisschen Stein. So. Hier geht dann der Weg weiter. Weg! Oh, ich freue mich schon, wenn du dann hier so... Da hast du hier überall so deine Nutzfarm und so, das hast du, das hast du. Und dann kannst du einfach mal, wenn du chillen willst, kannst du hier noch so eine Veranda zum Beispiel reinbasteln, so eine schöne. Also ich muss gar nicht runtergehen, ah, das da. Kannst du noch so eine Veranda rein, so eine schöne. Du kannst dich dann einfach mal hier hinhocken und denkst dir so, ach ja, schön. So. Jetzt sehe ich auch raus. Nee, geht nicht raus. Den Weg muss ich dann wahrscheinlich nochmal neu verlegen. Hier kann man jetzt zum Beispiel einfach mal abwechselnd die normalen Blumen setzen. Rot. Hat man das auch geklärt. Hier muss dann auch noch die Büsche hin. Und hier kommt jetzt noch die Treppe rein. So. Und auch hier kommt noch eine Treppe rein. Klack, klack. Klack, klack. 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 Oh, das wollte ich nicht. Moment. So sieht es jetzt hier aus. Hier würde dann
cool mal hier, wenn ich hier mit Glück reinkriege, ich verwurf fast alles oder wie? Ja, jetzt funktioniert es natürlich nicht mehr. Okay. Hier würde dann, ich weiß gerade mal, wie das aussehen würde, wenn ich jetzt hier weiter mal gehe. Ich würde sagen, hier kommt dann noch ein Zaun oben drauf hier. Dann ist das der Wald, der daneben angrenzt, sozusagen. Moment. Und das geht auch noch weg.